Ja, hallo Werner. Hallo, lieber Sito. Unser nächstes Interview über dein neuestes Buch. Außergewöhnlich gewöhnlich. Über den Glücksfall persönlichen Scheiterns und ein absolut gewöhnliches Leben im Kristallpalast des Nichtseins. Du hast auch ein Exemplar, vielleicht magst du es mal Ich zeig's mal zeigen. rein, oder? Ja. Ich glaube, die Aufmachung und das Bild, das war auch schon auf anderen Büchern, ne? Weil Ja, das eine Reihe ist. genau. Das ist eine, wie nennt man das? Ich habe das vergessen schon wieder. Eine Tetralogie nennt man das. Also ein vierbändiges oder ein aus vier Werken bestehender Band. So. Und deswegen ist die Vorderseite immer dieselbe. Ja, ich habe direkt eine Frage zum Untertitel oder Bemerkung, weil wie ich das gelesen habe, Kristallpalast, habe ich direkt gedacht, oh, bewegt sich Werner jetzt in Richtung Esoterik, Kristallpalast, aber ich glaube, in einem der letzten Kapitel erklärst du das ausführlich und ganz klar und da war es dann auch verständlich. Ja. Und wollen wir vielleicht jetzt nicht vorwegnehmen, oder? Genau. Würde ich auch sagen. Ja, in diesem Buch beziehst du dich auf ein Buch von Hubert Benoit, wird er so Benoit gesprochen? Benoit wird er ausgesprochen, gesprochen. ein Franzose. Und dessen Buch Die hohe Lehre. Dieses Buch hat Osho schon erwähnt als das beste Buch des Jahrhunderts, soweit es den Westen betrifft. Bist du daraufhin dazu gekommen zu diesem Buch oder in welchem Zusammenhang? Unabhängig von Osho. Ah ja. Lange, lange her. Da hast du es gelesen und Genau. Und das hat mich damals vor allen Dingen erstmal befreit. Das war ja sozusagen nach dem Ende dieser christlichen Phase in meinem Leben. Ja, hat mich befreit erstmal von diesem monotheistischen Gottesbild, das damals noch in mir war und aus den Fängen des Dualismus sozusagen. Also nicht der Dualität, da kommen wir nie raus, aber des Dualismus, also der Vorstellung, dass man, dass die Welt, dass diese Kräfte, diese verschiedenen Kräfte wirklich real sind, ja, und nicht nur einen funktionalen Aspekt haben, ne? und hast du es damals auch mit Interpretationen gelesen oder einfach nur das Buch Ich habe es nur selber? gelesen. Und ich war vollkommen eingenommen davon. Hat mich wirklich gefressen, sozusagen damals. War die Wahrheit hat mich damals schon wirklich getroffen, die da sich offenbart in diesem Buch. Ne? Lange vor dem Mindcrash. Aber da wurden viele Dinge schon zerstört, von denen ich vorher meinte, dass sie real sind oder die Wahrheit sind, weil ich ja sehr stark von der Bibel herkam. Ne? Ja, mich haben die Zitate auch angesprochen, aber ich war auch, ich fand es auch angenehm, dass du die interpretiert oder erklärt hast. Ich weiß nicht, ob ich sonst so viel hätte mit anfangen können. Ja, sehr intellektuell natürlich, komplex, auf einer hohen akademischen Stufe könnte man schon fast sagen. Und das ist ja eine meiner Talente, wenn man so will, dass ich die Dinge etwas runterdampfen kann, ja, also verständlich machen kann. Aber die Essenz dessen, was da drin steht, ist deswegen ja nicht verloren gegangen. Nee, die wird, für manche kommt sie dadurch erst raus, ne? Ja, für manche wird es dadurch erst verständlich. Ja. Aber eben ein vergessenes Buch, wie viele dieser Wahrheitsbücher, nehmen wir nur mal als Beispiel mein letztes, Weigu-Wai. Auch da ist ja über einen längeren Zeitraum sind ja die Werke überhaupt nicht auf Deutsch erschienen. Jetzt gibt es sowas, man kann das wieder lesen.
Ich weiß nicht genau, ob man es überhaupt anders als das E-Book lesen kann, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber all diese vergessenen Werke sind eigentlich teilweise wirklich Schätze. Ja? Und da habe ich wieder mal eins gehoben mit dieser hohen Lehre. Schon in der Einleitung ist ein Thema die Unterscheidung zwischen Leben und einfach nur existieren. Ja. Kannst du da was zu sagen? Ja, die meisten Menschen sind ja auf das Leben oder das, was man unter Leben versteht, fixiert. Das heißt, man hat eine bestimmte Vorstellung vom Leben, was Leben sein sollte, wie Leben sein könnte, wie man das Leben erfährt. Hat immer mit großen Vorstellungen zu tun auch, ne? Visionen, wie mein Leben sein könnte. Und das macht uns das Leben kaputt, weil all diese Vorstellungen zum größten Teil geschreddert werden im Laufe des Lebens und dann sind die Leute unglaublich enttäuscht vom Leben. Das ist fast immer das Gleiche. So viele Menschen hier, die vom Leben enttäuscht sind, die sich große Hoffnungen machten auf irgendeinen beruflichen Erfolg oder wie ihre Ehe laufen sollte, ihre Partnerschaft oder wie sie wie ihre spirituelle Erkenntnis sich dann manifestiert im Leben und dann ist vieles völlig daneben gegangen. Und deswegen sage ich, dass die Vorstellung, wie Leben sein soll oder wie Leben sein müsste, zerstört das Leben. Wenn einfach nur existiert wird, also so wie ein Hund existiert, zum Beispiel, ich habe das ja auch als Beispiel hier angeführt. Mein Hund, ne? Der hat überhaupt gar keine Bedürfnisse, außer die, die seiner Existenz dienen. Und dann ist das so friedlich und dann ist das so harmonisch. Und dann gibt es diese ganzen Konflikte überhaupt nicht, ne? Deswegen ist Existenz eigentlich viel wichtiger als das, was man unter Leben versteht. Ist viel einfacher, ne? Es wird viel einfacher. Es ist geradezu simpel, ja. Und diese Vorstellungen bringen uns weg von der Existenz hin zu einem Leben, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt, das nur in unserem Kopf existiert. Und das ständig torpediert wird durch irgendwelche Ereignisse, die unsere Ziele sozusagen als Illusion erscheinen lassen. Um einfach zu existieren, muss da schon die Anhaftung an den Ich-Gedanken wegfallen. Ja, insbesondere die Vorstellung eines tatsächlich autonom agierenden Ichs. Ja, also ein Ich, das selber denken kann, ein Ich, das selber entscheiden kann, ein Ich, das selber handeln kann, gemäß seiner Vorstellung vom Leben. Wenn diese Vorstellung wegfällt, dann bleibt nur die Existenz übrig. Ein Hund hat keine Vorstellung von einem persönlichen Ich. Er existiert einfach. Wenn er Hunger hat, dann fängt er an zu winseln. Wenn er raus will, fängt er auch an zu winseln. Nach meiner Erfahrung, ich habe ja selber einen. Wenn er gestreichelt werden will, dann kommt er und schmiegt sich an einem dran und legt einem die Hände oder so. Ja, das ist alles. Da ist keiner, der das irgendwie, der irgendwas begehrt, was über das hinausgeht, was das natürliche Leben fordert. Das existenzielle Leben fordert. Ja, aber er hat auch Bedürfnisse, Auf ne? jeden Die Fall. sind durch Na die klar, Gene die haben wir alle, die haben festgelegt. wir als Menschen ja auch. Ne? Diese existenziellen Bedürfnisse. Ne? Also Essen, Trinken, Wetterschutz, soziale Beziehungen, Anerkennung, selbstverständlich auch brauchen wir. Diese Interaktion ist natürlich notwendig. Also diese ganz existenziellen Bedürfnisse, wofür natürlich auch Sex gehört, logischerweise, ne? Und Zuneigung. Das ist klar. Aber darüber hinaus eben dieser Überbau Leben, ne? Diese Erfolge, die man sich vorstellt, diese nicht nur Anerkennung, eben anerkannt zu werden in seiner Arbeit, in dem, was man tut, sondern darüber hinaus auch noch, was weiß ich, einen Nobelpreis zu gewinnen
ähnliche Scherze, ne? Das alles fällt weg. Und das, was man als Leben bezeichnet oder nennt, das kann oft daran hindern, die wirklich existenziellen Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist der entscheidende Grund, meines Erachtens sogar. Also nicht nur zu essen und zu trinken und zu sagen, ich muss das und das und das und das essen, damit ich so und so alt werde, damit ich immer gesund bleibe, all diese verschiedenen Konzepte, die uns angeboten werden, die sich jedes Jahr ändern. Na, guck mal an, wie sich das schon verändert hat, die ganzen letzten Jahre, allein auf diesem Gebiet der Ernährung. Ist ja unglaublich, ne? Ein Lachs, der frisst das, was für ihn vor die Schnauze kommt. Ich esse gerne Lachs, wenn er mir vor die Schnauze kommt. Ich allerdings auch. Also, ich will nicht sagen, animalisch leben, das hört sich immer so an, als würden wir also sozusagen, wild leben oder ungestüm leben, das meine ich nicht, sondern einfach existieren, anstatt leben zu wollen. Also das, was wir unter Leben verstehen, das ist eigentlich der Grundtenor hier. Ja. Der Unterschied sind einfach die Vorstellungen. Absolut. Die Vorstellungen sind das Entscheidende. Die uns natürlich eingeimpft werden, können wir ja nichts dafür. Ne? Die sind uns ja eingeimpft worden. Ja, du bist deines Glückes Schmied, du musst das und das werden, das und das erreichen. Ja, sonst ist dein Leben umsonst. Ja, das ist ja von kleinen, von Kindesbeinen an eingeredet worden. Und natürlich, unsere Eltern haben das von uns erwartet auch. Ja. Und wir haben versucht, das zu erfüllen, ihnen gegenüber, uns selbst gegenüber, unseren eigenen Vorstellungen gegenüber, anderen Menschen gegenüber, die das vielleicht auch noch von uns erwartet haben. Und dann ist ein riesen Scheitern draus geworden, ja, Untertitel. Ja, das, wie habe ich es gleich nochmal formuliert? Ich meine, über den Glücksfall. Den Glücksfall, genau. Persönlichen Scheitern. Genau, und das ist eben der Punkt, dass es also als Glücksfall keinesfalls angesehen wird, persönliche Scheitern, sondern im Gegenteil, das Schlimmste, was uns passieren kann. Und dann natürlich auch versucht wird, Ratgeber zu finden, gibt ja massenhaft, die uns dann klar machen, wie wir dieses persönliche Scheitern überwinden können und es in Zukunft vermeiden können. Ne? Und dann geht es gerade so weiter. Diese ganzen Ratgeber, die machen nur eins, nämlich die unsere Vorstellungen vom Leben weiterhin zu nähren. Und das geht dann bis zum nächsten Schalter. Und beim nächsten Schalter findet man ein neues Buch, einen neuen Ratgeber, der, das ist es, da geht uns ein Licht auf und wir denken, jetzt habe ich es geschafft. Und dann geht es wieder weiter und dann ist halt wieder nichts. Ne? Das ist das Leben. Ich kenne x solcher Lebensgeschichten und meine eigene spielt dabei auch eine Rolle. Ja, das Scheitern kommt im Buch oft vor. Ja. Was ist jetzt das Glück am Scheitern? Naja, eben wegzukommen von diesen Vorstellungen, diese Vorstellung endlich mal über Bord werfen zu können und zu existieren. Einfach nur das zu sein, was ich in Wirklichkeit bin. Wofür ich veranlagt bin, was als Potenzial in mir ist, was mein Schicksal ist, sozusagen. Ne? Also aufzuhören, in Richtungen zu gehen, die sich überhaupt gar nicht erfüllen können. Ziele zu erreichen oder erreichen zu wollen, die sich gar nicht erfüllen können, weil sie mit dem, was ich wirklich bin, in meiner eigentlichen Potenzialität überhaupt nicht übereinstimmen. Und dann ist das Leben absolut friedlich, harmonisch. Natürlich gibt es da auch Schmerz, gibt es da auch Trauer, aber das sind dann temporäre Ereignisse, die also kein Leiden mit sich bringen. Also ein langes, ein lang anhaltendes Leiden, ein sich ständig neu darüber innerlich oder äußerlich beklagen, was hätte alles sein können oder müssen oder wie viele Fehler ich gemacht habe und hätte ich sie noch nicht gemacht und wäre ich doch einen anderen Weg gegangen und so weiter. Und diese ganze, das ist ja eine unglaubliche Kiste von Selbstvorwürfen, Vorwürfen gegenüber anderen, die da eine Rolle spielen. Und deswegen ist es ein Wahnsinnsglücksfall, ein persönliches Scheitern zu erleben, das dann wirklich im Kristallpalast des Nichtseins endet. Also da, wo sozusagen alles gläsern ist, wo klar ist, um was es wirklich geht,
Das ist wirklich ein Palast. Das ist ein Palast, das ist königlich. So einfach und simpel zu leben wie ein Hund ist der Kristallpalast des Nichtseins. Weil da einfach nichts mehr anderes existiert als das, was man Existenz, die pure Existenz nennt. Wobei natürlich ein Mensch ein bisschen ausgeprägteres Sozialleben hat als ein Hund. Das ist richtig, das ist richtig. Das stimmt schon. Aber dann wird eben ein kleines Essen, zum Beispiel Pellkartoffeln mit Butter und Quark, wird ein Festessen. Ja? Ein Spaziergang mit meinem Hund, das Erleben auf dem Wege von wild wachsenden Pflaumen, die ich essen kann, weil sie niemandem gehören, wird zu einem Erlebnis. Die Felder, die abgemähten Kornfelder, das Goldgelb, das ich immer noch sehe, wird ein Erlebnis, erzeugt Dankbarkeit. Ich gehe jeden Tag mit meinem Hund. Es ist jeden Tag ein neues Erlebnis. Es wird nie langweilig, ja, einfach nur zu existieren, da zu sein. Nicht mehr. Kürzlich habe ich etwas auf Facebook gepostet. Mein Hund lag auf der Couch und ich habe geschrieben, ich kann so stundenlang mit meinem Hund liegen. Einfach da. Mit meinem Hund. Und jemand schreibt, was machst du denn da? Schlafen? Ich sage, nee, ich bin einfach nur da. Aber so streichle ich meinen Hund und alles ist okay. Ich brauche nicht mehr. Also diese Bedürfnislosigkeit gehört auch mit zu dem, was man unter Existenz versteht. Dieser Friede, der da drin liegt, in dem zu sein, was du wirklich bist, ist das Beste, was dir passieren kann. Das ist ein Palast, das ist ein königliches Leben. Obwohl es nach außen so aussieht oder aussehen mag, als wärst du besser. Ja? Weil das ist es ja nicht. Ne? Du musst ja erfolgreich sein, du musst ja ein tolles Haus haben, du musst ja ein tolles Auto haben, du musst ja vor allen Dingen spirituell super drauf sein, du musst ja also in jeder Hinsicht sozusagen fit sein. Ne? So lächerlich. Ja. Auf der Couch liegen mit meinem Hund. Wunderbar. Und wenn andere Bedürfnisse erscheinen, dann... Welche? Ja, ja, eben die natürlichen, eben. Nach Gesellschaft zum Beispiel. Ja, wenn das erscheint, dann geht man halt in Gesellschaft. Ne? Genau, das meine ich. Dann wird einfach, es wird keine Geschichte draus gemacht. Nein, das ist einfach, dass diese Neigung wird dann sozusagen entsprochen. Ja. Dann wird das einfach getan, ohne dass da einer ist, der es tut. Das ist einfach, das ergibt sich. So wie sich Essen und Trinken oder aufs Klo gehen ergibt. Oder der Spaziergang mit Sissi. Ja, wenn die hier hochkommt und fiebt hier rum, dann weiß ich ganz genau, so jetzt wird langsam Zeit. Also gehe ich nach unten und nehme die Leine und gehe mit ihm raus. Ja, also alles völlig natürlich. Ja. Natürlich sich teilweise ergeben aus äußeren Anforderungen. Das ist ganz klar. Ich muss auch meine Steuererklärung machen. Das ist eine Anforderung. Am 27. muss die gemacht sein. Also zieht die mich an den Schreibtisch und die wird halt erledigt. Aber das sind alles Vorgänge, die ineinander greifen. Da ist keiner mehr, der sich da bemühen muss, der sich ein Ziel vornehmen muss, der besonders darüber nachdenken muss. Ne? Natürlich, Denken ist schon da, wie mache ich das? Aber das ist alles völlig natürlich. Und verliert auch die äußere Form an Bedeutung. Was meinst du damit? Ja, zum Beispiel bestimmte Kleidung, wenn man essen geht, in ein bestimmtes Niveau von einem Restaurant. Ja, doch, das mag ich schon. Ich mag schon ein bestimmtes Niveau, weil ich bin halt durch meine Vergangenheit, was Speisen und Getränke anhält, geprägt. Ich habe die besten Speisen und Getränke zu mir genommen, die man sich nur vorstellen kann, damals als Manager, als Trainer und so weiter. Und deswegen ist da ein bestimmtes Niveau, das ich gerne habe. Aber wenn es eben wirklich mal nur Bratkartoffeln gibt, dann ist das wunderbar. Dann genieße ich das ganz genauso. Also hat schon weiterhin zu tun mit dem, wie du halt strukturiert bist. Ne? Ein Mensch, der sich mit diesen Dingen, mit Gourmet, der da überhaupt keine Affinität dazu hat, dem ist das vollkommen egal. Ne? Kann ich von mir nicht behaupten. Ich esse schon gerne gut. Ja. Aber du bist nicht abhängig von so äußeren... Nein, das bin ich nicht. Wenn es nichts gibt, gibt es nichts. Dann esse ich einen Apfel oder...
was weiß ich, ein Geflügelwürstchen. Kein Problem. Gestern Abend war das zum Beispiel so. Meine Frau hatte keine Zeit. Die war unterwegs und ich gucke im Kühlschrank, ist nichts da. Noch zum Edeka zu gehen, war mir zu blöd, war einfach zu viel Aufwand. Ach, sehen, da Geflügelwürstchen, so Wiener, Geflügelwiener, ne? Dann habe ich 2 Stück gegessen, war okay. Kein Problem. Dann bin ich also nicht unglücklich, dass der Kühlschrank mehr oder weniger leer war. Ja, das ist ein sehr direktes Leben, ne? Ja. Also Nun, absolut. steht einfach nichts dazwischen, keine Nein. Vorstellung, keine Nein. Gedanken. Nee. Ist alles futsch. Alles weg. Existenz. Reine Existenz. Ist großartig. Ja, könnte man auch nennen, Freiheit von der Illusion. Wie du in deinem Buch zum Beispiel schreibst. Hier in dem Zusammenhang die Freiheit von der Illusion, dich befreien zu müssen. Das ist auch so ein Ding, ne? Das ist ja besonders bei in spirituellen Kreisen beliebt, ne? Dieses Wort Freiheit. Was ist eigentlich Freiheit? Ich bin nicht frei, überhaupt nicht. Ich muss schlafen jede Nacht und bin nicht frei. Ich kann nicht die ganze Nacht aufbleiben, keine Chance. Ich stehe morgens auf, die Energie ist da, also wo ich bin nicht frei. Ich muss raus aus dem Bett. Kann ich sagen, nee, heute nicht, ich bleibe mal liegen. Keine Chance. Selbst wenn ich nichts zu tun hätte, muss ich raus. Irgendwann. Weil ich aufs Klo muss, zum Beispiel. Ne? Bin ich auch nicht frei. Muss ich pinkeln. Hab keine Chance. Ja? Dann wird irgendwas zu sich genommen. Ja? Oder eben auch nicht, je nachdem, ob Appetit da ist oder nicht. Und all die Anforderungen während des Tages auch. Das ist nicht der Punkt. Aber die Freiheit, sich davon befreien zu müssen, ist die Sklaverei. Die Freiheit, beziehungsweise die Vorstellung, was Freiheit ist, ist die eigentliche Sklaverei. Wenn aber alles so sein darf, wie es ist, auch die Anforderungen des menschlichen Lebens, die Bedürfnisse des menschlichen Lebens, wenn die alle einfach da sein dürfen, ja, dann bist du frei. Das ist die eigentliche Freiheit. Und das ist eine meines Erachtens die einzige Freiheit, die es wirklich gibt. Alles andere ist eine illusionäre Freiheit. Eine vom Mind geschaffene Freiheit, die es gar nicht gibt. Also die Freiheit einfach so zu fließen mit dem Leben oder als Ja, Leben. genau. Oder eben zu sagen, okay, jetzt ist eben anderen zu dampfen. Das ist auch ein Bedürfnis, das jetzt gerade da war, das wird einfach befriedigt, da wird gar nicht drüber nachgedacht. Macht mich das, versklavt mich das nicht? Ist das nicht Sklaverei? Ja, also, bitteschön, für dich mag es, oder für dich jetzt speziell, für jemanden, der zusieht, mag es Sklaverei sein. In meiner Wahrnehmung nicht. In meiner Wahrnehmung ist es ein Bedürfnis, dem nachgekommen wird. Das ist alles. Genauso wie ich jetzt wieder einen Schluck Wasser trinke. Ich brauche ja viel Wasser. Das ist einfach so. Da mache ich mir keine Gedanken drüber. Warum trinkst du so viel Wasser? Warum brauchst du Flüssigkeit? So ist es. Aus. Ja, eben. Und die äußeren Einschränkungen hast du eben schon erwähnt. Also Ja. denen unterliegst du jetzt relativ wenig als selbstständig arbeitender Mensch. Ja. Aber wenn jemand angestellt ist und zur bestimmten Zeit auf der Arbeit sein muss und Dann so, ist das sein Schicksal, ne? ist es seine Freiheit, das Dann zu machen. Das ist dann sein Schicksal. Und wenn dem nicht innerlich widersprochen wird, wenn dem nicht widerstanden werden muss, ja, dann ist das im Grunde genommen keine Sklaverei. Sklaverei ist es immer erst dann, oder Unfreiheit ist es immer erst dann, wenn geglaubt wird, dass man etwas anderes machen müsse, als das, was man im Augenblick gerade macht. Natürlich kommen solche Gedanken auf. Ich kann mich auch gut erinnern, als ich noch Verkäufer war. Also vor meiner Management-Karriere Verkäufer war, ganz normal, wie jeder andere auch, da kam schon ab und zu der Gedanke auf, wenn ich zum Beispiel Ware ins Regal verbrachte oder so. Ne? Also ich bin eigentlich so höher berufen. Der Gedanke kam schon. Und wenn der Gedanke intensiv wurde und stark wurde, dann war ich gefangen. Dann war ich in Sklaverei. Wenn ich aber einfach nur das gemacht habe, was gerade im Augenblick zu machen war,
Dann konnte mir auch Spaß machen, Ware ins Regal zu bringen. Das hängt also immer damit zusammen, welche Vorstellungen wir vom Leben haben. Sind wir wieder da, ne, an dem Punkt. Die reine Existenz ist keine Sklaverei, sondern einfach nur das, was geschieht. Das Problem entsteht immer hier, durch unsere Vorstellung vom Leben oder wie Leben sein sollte. Aber das schließt nicht aus, dass man irgendwann sagt, das ist einfach nicht mehr stimmig. Ja, absolut. Ich weiß vielleicht noch nicht mal, was danach kommt, aber klar, das ist es einfach nicht. Ja, das kann auch passieren. Ne? Das geht dann, das ist diese Entwicklung. Ich meine, eine Rose ist auch nicht gleich eine Blüte. Ne? Die hat auch erstmal einen Halm und dann entwickelt sie ein paar Blätter. Ja? Und wenn sie nachdenken könnte darüber, was sie eigentlich werden soll, dann wird sie natürlich unzufrieden sein. Ne? Und so ist es natürlich auch manchmal in unserem Leben, dass wir einfach wissen, tief in uns, das ist noch nicht meine, in Anführungsstrichen, Berufung. Das ist nicht das, was wirklich in mir ist an Potenzial. Und dass natürlich da etwas drängt in diese Richtung. Ne? Und natürlich andere Entwicklungsstadien langsam abgeworfen werden, Stück für Stück. Ne? Aber das kann ganz organisch passieren. Ne? Wenn nicht diese ständige Vorstellung da ist, so müsste es jetzt schon sein. Nein, jetzt kann es nicht so sein, weil es anders ist. Es kann nicht sein, es ist unmöglich. Ne? Aber dass da natürlich ein Drang da ist, ja, dem zu entsprechen, was an Potenzial in mir ist, das ist völlig normal. Aber das macht doch nichts. Das versklavt einen nicht. Ne? Das muss nicht immer harmonisch ablaufen, der Wechsel, der kann auch eruptiv sein. Ist er ja manchmal auch. Ne? Mhm. Ist er ja auch manchmal. Aber eruptiv ist auch kein Problem, solange die Eruption einfach da sein kann. Ne? Wenn sie nicht mit Vorstellungen oder durch Vorstellungen entsteht, dann ist sie eigentlich auch kein Problem. Ne? Dass man plötzlich sagt, so, ich kündige. Gehe ins Zimmer, ins Chefzimmer und sage so, Sie können mich mal. Ne? Ich habe keinen Bock mehr, hier ständig Überstunden zu schieben und von Ihnen drangsaliert zu werden. Ich kündige. Ja, was wollen Sie dann machen? Das weiß ich noch nicht. Ich vertraue dem Leben. Eruptiv. Kann passieren. Wenn das so sein soll, dann passiert das halt. Und dann gibt sich was Neues. Obwohl ich natürlich keinem jetzt, der Zuschauer, raten möchte, auf diese Art und Weise zu kündigen. Das ist ein außergewöhnliches Erlebnis sozusagen. Ne? Normalerweise läuft es anders ab. Also bei mir ist es immer anders abgelaufen. Ich habe nie etwas angefangen, bevor ich nicht etwas anderes, ich habe nie etwas beendet, bevor ich nicht wusste, wie es weitergeht. Bei mir war das ist vielleicht, ja, Sicherheitsbedürfnisse bei mir. Vorliebe oder... Naja, gute Familie im Hintergrund zu haben, macht auch eine Menge aus. Ne? Wenn ich ganz alleine bin, kann ich das eher machen, als wenn ich eine Familie habe, die ja, wo man Miete bezahlen muss und Lebensmittel und so weiter, Versicherungen, was da alles kommt. Also ich habe das nie gemacht, aber das war eine Struktur. Ne? Das hat nichts damit zu tun, dass es nicht möglich wäre, das zu machen. Du rätst es nicht, aber du rätst auch nicht unbedingt ab. Du rätst einfach dazu, das zu tun, was ja das, was ich tue, das, was ich tue, was ganz natürlich passiert. Aber das ist eben die Grundlage, dass dann eben sozusagen dieses Scheitern vorher passiert ist, in dem dann klar wird, das kann es nicht sein. So ist Leben nicht wirklich befriedigend auf diese Art und Weise. Ne? Und das bringt dann das Scheitern mit sich. Ich weiß nicht, inwieweit du das so erlebt hast. Ich habe das immer wieder so erlebt, dass mein Scheitern sowohl in der Beziehung zu Menschen, Scheitern in Bezug auf meinen Job. Ich wurde zum Beispiel einmal von einer Firma gekündigt. Das war auch ein Scheitern. Oder Scheitern in Bezug auf meine spirituellen Ziele, die ich hatte. Ja. Und so weiter, dass die alle dazu führen, dass man einfach mal crasht. Und dass aus diesem Crash dann sozusagen das Neue entsteht, das eigentlich das Normale ist. Kann es auch umgekehrt sein, dass quasi Erfolg ernüchtert, nämlich in dem Sinne, dass man sieht, okay, ich habe das jetzt erreicht und es läuft gut und alles, aber es fühlt sich leer und taub an. Ist auch Scheitern. Ist auch dann ein Scheitern. Das meine ich eigentlich mit Scheitern. Also es muss nicht immer unbedingt ein materieller Verlust damit einhergehen,
sondern Scheitern bedeutet einfach in einer bestimmten Situation einfach nicht mehr weiter zu wissen. Einfach am Boden zu sein, erledigt zu sein. Zu merken, dass es das, wie es im Augenblick ist, nicht sein kann. Ja. Mit all diesen verschiedenen Vorstellungen im Kopf, wie Leben zu sein hat oder wie Leben sein sollte. Kommen viele Menschen zu dir in zum Beispiel Einzelsessions, die das so erleben, dass sie scheitern, meistens, gescheitert sind? Meist kommt keiner, der nicht gescheitert wäre. Es ist eigentlich keiner. Also irgendwas ist passiert und dann ist der Mensch bereit, sich für die Wirklichkeit zu öffnen. Aber es gibt ja praktisch keinen einzigen Menschen, der nicht scheitert. Irgendwann und irgendwie. Das gehört zum menschlichen Leben dazu. Die Frage ist nur, führt es dann dazu, aus diesem Vorstellungsleben, in Anführungsstrichen, in die Existenz zurückzukommen, in das, was du wirklich bist? Oder versuchst du eben wieder auf eine bestimmte Art und Weise dieses Scheitern zu überwinden bis zum nächsten Scheitern? Jetzt kannst du praktisch nicht mehr scheitern. Nee, also grundlegend nicht mehr. Ich könnte scheitern mit einem Verlag, dem ich zum Beispiel schreibe, bringen Sie mein Buch raus, der sagt, nein, das wäre möglich. Ich könnte in vieler anderer Hinsicht auch scheitern. Keine Ahnung, wenn das Haus abbrennt, wäre es weg. Ne? Gut, ich habe eine Feuerversicherung. Trotzdem. Wenn die Police mit verbrennt. Ja, das sieht alt aus. Ne? Ja. Oder meine Frau könnte mich verlassen. All solche Dinge können natürlich passieren. Das sind natürlich auch, können man auch als Scheitern bezeichnen. Nur das ist nicht mehr das grundlegende Scheitern. Das heißt, das würde mir nicht mehr aus den Latschen hauen, egal was passiert. Weil es nicht an meiner Vorstellung ist, wie das Leben auszusehen hat. Das ist ein Leben im Kristallpalast des Nichtseins. Also da ist nicht einer, der glaubt, sein zu müssen, um leben zu können. Aber sein ist doch auch was Grundsätzliches. Also jeder, der lebt, der fühlt doch irgendwie zu sein, oder? Ja, ja, klar. Aber nur, weil er nicht ist. Wenn er nicht wäre, könnte er auch kein Sein, könnte er auch nicht sein. Das hängt miteinander zusammen. Das heißt, wenn ich auf Sein ausgerichtet bin, hat Sein stellt immer Anforderungen an mich. Immer. Immer stellt, in irgendeiner Form stellt Sein Anforderungen an den Menschen. Wenn aber klar ist, dass du in Wahrheit nicht bist, dann ist Sein das, was gerade passiert. Da ist keine Anforderung drin. Also mit anderen Worten, wenn tatsächlich so was Schlimmes passieren würde wie ein Hausbrand, dann wäre das natürlich ein Schlag ins Kontor, würde mich aber nicht mehr aus dem Nichtsein, aus dem Kristallpalast des Nichtseins, auch was man so poetisch ausdrücken, rausbringen könnte. Weil ich weiß, das ganze Ding hier ist sowieso nur Illusion. Das ganze Ding hier ist ein Traum. Ja? Natürlich denkst du das nicht, wenn du das Haus abbrennen siehst, dann denkst du das natürlich nicht, das ist ja klar. Naja, nee, aber das ist auch nicht der Punkt, dass du ständig einsetzt, nein, das ist alles Illusion, das brennt zwar, aber es ist eine Illusion. Ich meine, das ist ja ein Gedankenfuck. Ne? Aber wenn so eine grundlegende Klarheit da ist, dass in Wirklichkeit alles hier nur ein Spiel ist, Illusion ist, dann kann dich nichts mehr aus dieser Stabilität herausbringen. Selbst so ein Schicksalsschlag nicht. Ja, ich habe da. Und deswegen ist es auch nur ein temporäres Scheitern, aber kein grundlegendes Scheitern mehr. Ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich würde eigentlich nur von Sein sprechen. Ja. Wirklich reines Sein, ja. und echtes Sein, wenn der Ich-Gedanke nicht mehr geglaubt wird. Mhm. Und das Sein, Sein ist eigentlich ohne, ist schon ohne, dass jemand da ist oder der es auch spürt. Ja. Von daher verstehe ich jetzt den Unterschied zu Nichtsein nicht so richtig. Ja. Ich auch nicht. Aber ich kann nur bezeugen, dass ich nicht nur als das innewohnende Ich,
sondern auch als Person in diesem Kontext in Wirklichkeit nicht existiere. Und das ist, was ich als Nichtsein bezeichne. Ich bin nicht da, obwohl alles danach aussieht, dass ich hier bin und auch so agiere, als wäre ich hier. Soll ich sagen, wenn ich tiefer schaue, es gefällt mir nicht so gut, obwohl es vielleicht die einzige Möglichkeit ist, um es so auszudrücken, wenn ich tiefer schaue, sage ich es einfach mal so, dann ist da nichts. Dann ist da nichts, noch nicht mal Stille. Ja, ich habe hier diese drei Flaschen, das ist jetzt der Augenblick gekommen, wo ich das jetzt mal hier anwenden will. Ich habe hier drei Flaschen stehen. In der einen Flasche ist Sprudelwasser. Sprudelndes Wasser, Medium. In dem anderen, das genauso aussieht, hat er keine Banderole, ist stilles Wasser. Und in dem letzten Ding hier, in dem letzten ist gar kein Wasser. Das hier könnte man als Metapher bezeichnen, also sprudelnde Wasser, für ein Dasein, in dem es sprudeln muss. In dem ständig irgendwas los sein muss. Irgendwas passieren muss. Ja? Da sind die meisten Menschen drin, in dieser Erfahrung. Muss immer was passieren, muss immer was. Ne? Die können doch nicht mal 10 Minuten Stille haben. Muss immer gequatscht werden. Wenn sie nichts zu quatschen haben, wenn sie nichts zu kommunizieren haben, dann fühlen sie sich schon irgendwie nicht mehr in Ordnung. Ja. Dann kommen sie vielleicht zu dem Punkt, stilles Wasser, wo sie davon überzeugt sind oder überzeugt werden können vom Leben, dass Stille viel, viel nachhaltiger, viel, viel harmonischer ist als dieses ständige Sprudeln, dass ständig irgendwas los sein muss. Oder eben auch, was man als Leere bezeichnet, ne? Leer sein, still sein, leer sein. Gibt zwar einen Unterschied, aber keinen großen. Leer sein. So. Dies alles hat aber mit Sein zu tun oder mit dem, was ich als phänomenal bezeichne. Das, was ich wirklich bin, könnte man sagen, ist das, worin diese verschiedenen Zustände erscheinen. Natürlich, das ist eine Flasche, also auch ein Objekt. Von daher gesehen natürlich eine missratene Metapher, könnte man sagen. Aber ich will es mal so versuchen, etwas plastisch zu machen. Also selbst das Stillsein und das Leersein ist es nicht. Das ist eine Erfahrung. Ich kann absolut still sein, in der Meditation zum Beispiel, in einem Satsang. Ich komme raus aus dem Satsang, komme raus aus der Meditation und die Stille ist weg. Die Leere, dieses totale Entleertsein ist wieder weg. Warum ist es weg? Weil es phänomenal war. Eine phänomenale Erfahrung. Wenn aber die Klarheit eintritt, dass ich in jedem Fall da schon und hier auch und da auch das bin, worin diese Zustände erscheinen, dann könnte man das als das Nichtsein bezeichnen. Denn in dem Nichtsein erscheint das Sein. Du kannst ohne Leere keine Fülle haben. Das ist unmöglich. Das alte Beispiel mit Leinwand und Film. Die Leinwand ist vollständig leer. Was darauf erscheint, ist der Film. Also, das ist im Grunde genommen der Kristallpalast des Nichtseins. Da ist die phänomenale Erfahrung, egal ob sie sprudelt oder ob sie still ist oder ob sie leer ist, nicht mehr der entscheidende Ausschlag. Es spielt keine große Rolle mehr. Es ist natürlich ein Unterschied in der Erfahrung, logischerweise, ne? Ob es sprudelt oder ob es still ist. Aber da die Klarheit da ist, dass ich das bin, worin diese Zustände erscheinen, sind sie nicht mehr von der ausschlaggebenden Bedeutung für mich. Sie sind sekundär, könnte man sagen. Und das nenne ich heute und auch in diesem Buch
nominale Erleuchtung, was ich früher als nur als Desillusionierung bezeichnet habe. Weil das ist das Absolute. Das bin ich immer. Das war ich immer, das werde ich immer sein. Das unterliegt keiner Störung und das unterliegt auch keinem Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Und das ist das, was ich wirklich bin. Und das ist Nichtsein. Da ist nichts. Da ist überhaupt nichts mehr. Gar nichts. Das ist absolut. Sein kann unmöglich absolut sein. Es ist relativ. Weil es sich abwechselt, weil es einmal so und dann wieder so ist. Aber Nichtsein ist nicht relativ, ist absolut. Weil da ist nichts. Wo nichts ist, kannst du auch nichts finden. Und das kann auch nicht weiter beschrieben werden. Nee, unmöglich. Ist auch keine Erfahrung. Ist noch nicht mal eine Erkenntnis. Ich würde heute so weit gehen, zu sagen, es ist nicht mal ein Wissen. Also Jnana, diese Weisheit, das Wissen, das ist unbeschreiblich. Entweder das trifft dich oder es trifft dich nicht. Aber das bist du, das sind wir alle. Ja? Aber ob die Klarheit kommt, dass das wirklich das ist, was ich bin oder nicht bin, das ist unterschiedlich. Und das kann man auch nicht machen. Kein Satsang, keine Meditation, keine Technik, irgendetwas, kein Lehrer, das ist unvermittelbar. Nichts kann es begründen und nichts kann es abhalten, zu passieren, wenn es passieren soll. Ja, und wenn es passiert, passiert gar nichts. Weil wenn was passieren würde, dann wäre es ja schon wieder relativ. Dann wäre es ja schon wieder sein. Aber da es eben nicht ist, kann auch nichts passieren. Also das, was nicht passiert, wird in einem Akt des Nicht-Passierens passieren. So verrückt das klingt. Anders kann ich es nicht ausdrücken. So ist ja kein Akt mehr im herkömmlichen Sinne. Nein, überhaupt nicht. Da ist kein Akt. Also vorher scheint da einer zu sein. Aber im Nachhinein betrachtet merkst du, das bin ich schon immer gewesen. Das war ich. Ich habe es noch nicht gecheckt, sozusagen, könnte man sagen. Ne? Aber selbst das ist schon wieder falsch, weil da gibt es auch kein Checken. Es ist so schwierig, darüber zu sprechen. Da versagt die Sprache, weil die Sprache eben im Sein sich befindet. Und das Nichtsein hat keine Sprache. Drückt das Nichtsein sich durch die Formen aus? Zum Beispiel natürlich durch die Form. Also wie ich versucht habe zu erklären, wenn ich die Flasche jetzt mal als Nichtsein betrachte, ja, dann ist da drin Zustände, die tauchen auf. Ja. Verschiedenste Arten von Zuständen, sprudelig oder still oder leer oder wie auch immer. Das ist wahr. Das kann ohne das, was leer ist, gar nicht erscheinen. Ich meine, stell dir einen Monitor vor, auf dem ein Fleck ist. Du kannst den Film nicht mehr richtig gucken, weil der Fleck stört. Das heißt, es muss absolut leer sein oder nicht sein, damit überhaupt was erscheinen kann. Und das bin ich wirklich. Und das kann auch nicht zerstört werden. Nichts ist stabiler als die Leere. Oder das, was leer ist, oder das, was nicht ist. Das ist absolut stabil. Da gibt es kein Vertun. Das kann nicht heute und morgen so sein. Unabhängig von meinen Zuständen, die ich hier erlebe. Ne? Völlig unabhängig. Da passiert nichts. Und immer gleich bewusst? Hat mit bewusst gar nichts mehr zu tun. Das ist ein... Wie soll man das erklären jetzt? Also ich bin Lehrer, aber ich kann es nicht erklären. Ich habe keine Chance. Ich komme bis zu diesem Punkt und kann es nicht mehr erklären. Weil es ist weder bewusst noch unbewusst. Es ist jenseits von Bewusstsein und Nichtbewusstsein. Da ist nichts mehr, was man erklären kann. Aber das sind wir wirklich, das ist unsere wahre Natur. Und wenn ich sage wahre Natur, haben wir sofort wieder ein Objekt vor Augen. Sofort haben wir wieder ein Objekt vor Augen. Aber es ist kein Objekt, es ist das Subjekt. Wenn ich aber Subjekt sage, mache ich schon wieder aus dem Subjekt ein Objekt. Sobald ich vom Subjekt spreche, ist das Subjekt ein Objekt. Und deswegen ist es so schwer zu erklären. Denn dieses Subjekt, von dem ich jetzt rede, ist eben kein Objekt, sondern das tatsächliche, wirkliche Subjekt.
das aber nicht erklärt werden kann. Und da ist der Friede. Da ist der Friede. Da wird alles gläsern. Da siehst du, was hier eigentlich vorgeht, was hier eigentlich passiert. Darum sprechen ja auch manche von klarem Sehen. Ja, das ist klares Sehen, könnte man sagen. Das ist klares Sehen. Aber das ist eben nominal. Das ist nicht phänomenal. Das fängt nicht an und hört nicht auf. Obwohl es scheinbar irgendwann sich ereignet und dann für immer bleibt, war es vorher schon da. Es kann nicht kommen und nicht gehen. Klares Sehen ist im Grunde genommen unsere nominale Natur, die Natur aller Dinge. Und da hören die Erklärungen auf. Wenn also jemand zusieht und hört das, dann kann entweder dieses klare Sehen stattfinden oder eben nicht. Aber mehr geht nicht. Also das zu erklären, wie kommst du dahin, ist völlig unmöglich. Es kann nur, ich sage jetzt mal das Wort einfach triggern. Es kann nur etwas anstoßen, ja. Und dann ist es klar. Und jeder, der es erfährt, erfährt. Hilfe! Ich habe erfährt gesagt. Weil es keine Erfahrung ist. Es ist jenseits von jeder Erfahrung. Jenseits von jeder Erfahrung, von jedem Gedanken, von jedem Gefühl. Das ist ja hier dann auch nochmal beschrieben. Ne? Als ich von meinem Lehrer spreche, ne? Der das unterschieden hat mit Geist oder Spirit und Seele, wenn du da mal dich erinnerst. Das ist das Gleiche. Das ist nichts Seelisches. Das ist, also in dem Sinne, wenn man es mal so unterscheiden will, ist es einfach nichts Seelisches, nichts Gefühlsmäßiges, nichts Erkennbares, nichts, was der Verstand in irgendeiner Weise vereinnahmen kann. Das ist nicht drin, geht nicht. Jenseits. Ja, es ist nicht zu beschreiben, aber du kannst ein ganzes Buch damit füllen. Ja, und ich könnte sicher noch 100 Bücher darüber schreiben. Garantiert. Das hört nicht auf. Ich schreibe jeden Tag Texte. Ich habe jetzt mindestens schon 4.500, 5.000 Texte geschrieben in der Zeit, in der ich das mache. Und die Leute, die drin sind im Abo, die werden dir sagen, es ist erstaunlich, wie man über das Gleiche, immer wieder verschieden schreiben kann. Das ist mir selber unverständlich. Jeden Tag, wenn ich mich da hinsetze, entweder angeregt durch die Frage oder durch irgendwas, was passiert ist oder irgendein Zitat, das mir begegnet, entstehen Verweise auf die Wahrheit, die inhaltlich, na gut, sie manchmal sicherlich ähneln, aber letztlich immer aus verschiedenen Perspektiven auf das Gleiche zeigen. Das ist unerschöpflich. Nichtsein ist unerschöpflich. Weil es am laufenden Band Sein in irgendeiner Form produziert oder in ihm erscheint. Produzieren tut es ja gar nichts. Es produziert ja noch nicht mal was. Wie kann nicht sein produzieren? Da ist niemand, der produziert. Ist auch formlos. Ja, absolut formlos. Du kannst genauso formlos dazu sagen. Und zeitlos. Also existiert nicht auf einer Zeitachse. Nein, das ist nichts, was man da zeitlich nennen könnte. Ne? Und Bernard hatte eben die Fähigkeit, obwohl ich nicht glaube, dass er verwirklicht war zu dem Zeitpunkt, wo er es geschrieben hat, hatte eben die Fähigkeit, diese Dinge auf sehr präzise Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Nicht immer unbedingt verständlich, aber sehr präzise. Ja? Also das heißt, wenn ich das lese, was er schreibt, habe ich das sofort drin, das ist sofort völlig klar, so ist das. Ne? Aber dann beginnt eben sozusagen die Möglichkeit und die Fähigkeit oder das Talent, das herunterzubrechen, damit es nahezu alle, die sich spirituell interessieren, natürlich nur verstehen können. Und die anderen können es eh nicht verstehen. Also spirituell Desinteressierte, die machen nach einer Seite zu. Ja, aber deine Fähigkeit eben, das, wie du sagst, runterzubrechen, ja, kommt in dem Buch besonders zum Ausdruck, finde ich. Mhm. Aber da brauchst du dich nicht für anzustrengen, das ist einfach eine
Fähigkeit, die du hast. Ne? Absolut. Ich lese das und sofort fängt es an, sich zu verdünnen, sozusagen. Also aus dieser sehr komplexen, manchmal sehr komplexen Ausdrucksweise, ja, in eine einfache verwandelt zu werden, in eine verständliche. Aber es ist auch gleichzeitig Inspiration. Ne? Also ich hätte das, was drunter steht, nicht schreiben können, ohne das, was drüber steht. Ja? Das ist gleichzeitig eine unglaubliche Inspiration, die aus diesem Text herauskommt, ne? Für mich, in meiner Wahrnehmung. Das ist was, was dich triggert. Ja, absolut. Ja. Das war jetzt praktisch das dritte. Das erste war ja mit Ramisch, waren Zitate alle von Ramisch. War genau das gleiche, wo er mir vielleicht am nächsten ist. Ne? Und dann war es ja Wai Wu Wei, der ja auch teilweise sehr, sehr verschränkt formuliert. Ja, oder auf einer sehr, sehr hohen intellektuellen Ebene. Aber eben alles Dinge, die oder Formulierungen, die so genial zum Ausdruck bringen, worum es eigentlich geht, dass ich da nicht dran vorbei konnte. Das war einfach irgendwie so, da mal etwas zu schreiben, was vielleicht mehr Menschen erreicht, als sie selber mit ihren Formulierungen erreichen. Ja, das gilt ja hierfür auch, ne? Also. Das gilt auch dafür, genau. Das ist exakt das Gleiche. Wenn du die Texte von ihm gelesen hast, hat da irgendwie seine Präsenz auch mitgespielt noch? Oder ist das nur so ein reines Beziehen? Nein, ich kannte den ja gar nicht, den Hubert Benoit. Mhm. Das ist nur das, was ich gelesen habe. Aber das ist ja so lebendig für mich. Was stünde ja da? Ja, er benutzt da sehr treffende Ausdrücke, zum Beispiel die Offenbarung unseres Nicht-Allmächtig-Seins. Mhm. Das finde ich sehr eingängig. Also, dass klar wird, dass wir nicht nur nicht allmächtig sind, sondern eigentlich auch überhaupt nichts machen können. Ne? Du beschreibst auch da, was du unter innerer Stabilität bezeichnest. Ne? Ja, die innere Stabilität ist letztlich das Nichts. Und wie gesagt, die Leere ist so stabil wie nichts anderes. Es gibt nichts, was stabiler ist. Ein Gegenstand, egal welcher Art, ob aus Metall oder Holz oder aus irgendeinem Fleisch, keine Ahnung, oder auch tiefer noch, oder wenn man noch weiter geht, Seele, wenn man so weit gehen wollte, Verstand, Gefühl, weder diese Dinge, ist alles nicht stabil. Selbst der stärkste Wille kann gebrochen werden. Selbst der schärfste Verstand kann sich verlaufen. Ja. Und selbst das intensivste Gefühl kann abflauen. Ist vergänglich. Aber das, was wir wirklich sind, also das, was leer ist, was nichts ist, ist stabil. Ja, hier so, ich glaube, das ist sogar schon das letzte Kapitel, was ich aufgeschlagen habe, ist so ein Kernsatz, glaube ich. Die einzige Aufgabe, die uns zuteil wird, besteht darin, die Wirklichkeit zu verstehen und von ihr uns wandeln zu lassen. Sagt er aus seiner nicht verwirklichten Perspektive. Denn es gibt keine Arbeit. Ich kann gut verstehen, dass er das so formuliert. Ich habe das dann auch interpretiert.
Aber es gibt noch nicht mal die Aufgabe, die Wirklichkeit zu verstehen, denn die kann keiner verstehen, außer die Wirklichkeit selbst. Das passiert einfach alles. Das geht Schritt für Schritt, wenn du so willst. Und irgendwann wird es verstanden oder nicht verstanden. Und die Arbeit macht die Wirklichkeit selber, mit uns. Ja, indem sie uns treibt, indem sie uns fordert, indem sie uns diese Sehnsucht einpflanzt. Ja, aber das machen wir ja alles nicht selber. Wer macht das? Wer könnte sich entscheiden dafür, jeden Tag zu meditieren, um irgendwann erleuchtet zu werden? Wer könnte sich entscheiden, in ein Zen-Kloster zu gehen und jeden Tag 4 oder 5 Stunden zu sitzen und vom Zen-Meister geschlagen zu werden, wenn er einschläft? Ich habe hier eine Dame in den Meetings bei mir, die 40 Jahre Zen gemacht hat und diese ganzen Dinge miterlebt hat. Wer könnte das, wenn nicht die Wirklichkeit selbst, die sich sozusagen auf den Weg schickt, um sich selbst zu erkennen? Da ist keiner, da macht keiner was. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, sag mal, seid ihr bekloppt, was macht ihr eigentlich? Und ich kann sie verstehen, weil sie haben ein ganz anderes Schicksal. Und sind weder besser noch schlechter. Aber dass da keiner ist, der was macht, wird manchmal eben erst ganz am Ende verstanden. Ja, meistens. Viele, auch in der Erleuchtungs- oder Erwachensszene, sind eben immer noch mit irgendwelchen Methoden oder irgendwelchen Techniken beschäftigt, um irgendwo hinzukommen, etwas in irgendeiner Weise zu erreichen. Empowerment und so weiter. Das ist alles Schwachsinn. Aber wird erst später erkannt. Ich habe es ja auch alles hinter mir. Habe das ja auch alles gemacht. Bis dann eben die totale Hilflosigkeit erkannt wird und eben erkannt wird, dass du nur eine Figur, nur ein Instrument bist, auf dem gespielt wird. Du bist nicht der Geiger, du bist die Geige. Mama auch die Arschgeige. So. No chance, no chance. Ja. Du bist auch der Ton, der rauskommt und ja, alles. Alles. Und das ist eben, deswegen ist das eben wirklich nur eine Minorität, die sozusagen am Ende aller dieser verschiedenen Strategien ankommt, die funktionieren hätten sollen, ja, die dem dann zuhören kann, die das auch dann genießen kann, die sich dem dann auch hingeben kann, sich öffnen kann dafür. Das ist eben, weil es ganz klar ist, der Mensch, der normale konstituierte Mensch, der hat einfach überhaupt keinen Bock, nichts mehr zu tun. Man sagt zwar immer, oh, könnte ich doch relaxen, könnte ich mich doch entspannen, könnte ich doch... Na, muss ich nochmal anfangen. Der normal konstituierte Mensch sagt doch, oh, könnte ich mich doch entspannen, könnte ich doch relaxen, könnte ich doch mal alle Beine oder alle Viere von mir strecken, könnte ich doch mal die Seele baumeln lassen, was da so alles gibt. Ne? Aber in Wirklichkeit ist das nur ein Spruch. In Wahrheit versucht der normal konstituierte Mensch ständig irgendetwas in Bewegung zu setzen, weil er überhaupt gar nicht in der Lage ist, sich dem zu öffnen, was Wirklichkeit ist, und das ist, dass er einfach nur ein Instrument ist, mit dem gespielt wird. Mit einer ganz bestimmten Melodie, die er auch nicht selber bestimmen kann. Er kann weder bestimmen, welches Instrument er ist, er kann nicht bestimmen, welche Melodie auf ihm gespielt wird. Und wer will das hören? Wer kann das hören? Außer gnadenloses Scheitern. Wie denn? Wie soll das gehen? Erst wenn du ganz am Ende bist mit all deinen Versuchen, besteht vielleicht die Bereitschaft zu sagen, Moment, das kann es doch nicht gewesen sein. Da stimmt doch irgendwas nicht. Weißt du, was ich meine? Und dann könnte, wenn sie denn wollte, die Wahrheit einbrechen. Und die Herrschaft, wenn man so will, übernehmen. Das Zepter übernehmen. Obwohl sie in Wahrheit immer schon das Zepter in der Hand hat.
Gibt ja keinen anderen, der agiert. Es kann aber auch relaxend wirken. Also selbst wenn ich es nur höre oder im Kopf verstehe. Ja. Es kann auch Entspannung bringen. Ja, es bringt Entspannung. Es bringt Entspannung. Aber eben, ob es eben die nominale Entspannung bringt, wenn man das mal so nennen will, ne? Also diese, die nicht mehr aufhört, oder diese phänomenale, die eben nur in dem Augenblick zum Tragen kommt, wo ich es höre und danach wieder, ne, in die Anspannung führt, das ist eben etwas, was wirklich, ja, ich sage es ungern, aber Gnade ist. Warum sagst du es ungern? Weil ich da einen Widerwillen habe gegen dieses Wort. Vielleicht noch aus früheren Zeiten, aus christlichen Zeiten. Weil die Art von Gnade, die da als Gnade bezeichnet wurde, das war keine Gnade. Das war eine komische Vorstellung. Deswegen sage ich lieber Schicksal. Mhm. Spielen deine Bücher irgendwie auch mit in deine Intensives, also die Tage, die du anbietest, dass, ja, dass du manchmal, soll ich sagen, die Betonung auf eine bestimmte Seite legst, also nicht eine bestimmte Seite des Buches, sondern einen bestimmten Aspekt, der in einem Buch auch besonders rauskommt, oder? Nee, also das kommt immer so, wie es kommt. Ich nenne es ja ganz bewusst, also du meinst das die Events, ne? Die Events, ja. Ich nenne es ja ganz bewusst jetzt Event, weil das heißt ja einfach nur, dass was passiert. Aber was passiert, weiß ich nicht, ob ich mir jetzt da, weil das hängt ja auch sehr stark von den Fragen der Teilnehmer ab. Ich habe da keine Vorstellung, wenn ich da hingehe, was da passiert. Ich bin nur da als Instrument, das gespielt wird, und wie das gespielt wird, das weiß ich vorher nicht. Ob ich mich da auf ein Buch jetzt fokussiere oder nicht, keine Ahnung. Da habe ich keinerlei Strategie. Gut. Quasi das der Kristallpalast ist nicht seins, haben wir erklärt. Ja, ich denke mal, dass da einiges kam in der Richtung. Ja. Bin auch erstaunt, dass das so stark sich darauf fokussierte. Das war vorher auch nicht geplant. Nee. Gibt es sonst noch was, was du über das Buch sagen möchtest? Nee, ich weiß noch nicht mehr, was drinsteht. Ne? Deswegen kann ich auch nichts darüber sagen. Weil das kommt dann raus, und wenn es draußen ist, dann müsstest du mich durch Vorlesen von gewissen Sätzen daran erinnern, dass ich das überhaupt geschrieben habe. Aber ich weiß wirklich nicht mehr, was drinsteht. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte keinen einzigen Satz aus dem Gedächtnis zitieren. Was ich gut finde, also es kostet 12,99 €, finde ich für so ein, sag jetzt mal, gewichtiges Buch, also mit so viel Inhalt und so rein und klar auch da und verständlich dargebracht, finde ich das wirklich ein Sonderpreis. Danke. Aber ich denke, ich wollte es einfach für jeden, der sich dafür interessiert, erschwinglich machen. Und ich weiß, dass oftmals, gerade in unseren Kreisen, nicht so viel Geld da ist. Und das Kindle kostet ja nur 9,99 €. Das heißt, bis zum Ende der Woche noch 8,99 €, dann ist Ende mit dem Aktionspreis. Dann kostet es 9,99 €. Ist aber auch nicht die Welt. Und viele kaufen mittlerweile elektronische Bücher. Also hält sich fast die Waage. Mittlerweile. Und es ist erschienen bei Book on Demand. Ja. Das heißt aber, man kann es entweder übers Internet bestellen, man kann aber auch in Buchhandel. Man kann auch in Buchhandel gehen und kann, es ist auf jeden Fall da. Entschuldigung, man kann es also, jeder Buchhändler kann es finden, Name angeben und Titel. Und dann bestellt er das. Aber es ist eben ein Buch auf Anfrage, Book on Demand, das heißt, wird erst gedruckt, wenn es angefragt wird. Deswegen dauert es in der Regel ein bisschen länger als ein Buch, das schon logistisch vorhanden ist. Aber die großen Bestellorganisationen wie Amazon oder überall. Die haben es auch Vorrat. Die haben schon Vorrat, ja. Die merken dann nach einer gewissen Zeit, wie sich das Buch absetzt und ordern dann entsprechend, dass es dann vielleicht nur noch 2-3 Tage dauert. Aber das Beste ist eben auf dem Kindle. Ja?
Bitte. Also auf dem Kindle runterladen, dann ist sofort da. Egal, ob du in Amerika bist, in Kanada, in Österreich, in Deutschland. Ne? Ich lese nur noch Bücher auf dem Kindle. Ich habe das kürzlich auch mal gepostet. Ich empfehle allen umzusteigen auf den Kindle. Also nicht, weil ich jetzt einen Vertrag mit dem Kindle hätte oder mit Amazon, sondern weil ich einfach aus eigener Erfahrung sage, ich lese nur noch auf dem Kindle. Und das hat natürlich auch Gründe. Das hat den Grund erstens, dass es schnell da ist, dass ich in keine Buchhandlung gehen muss, dass ich auf dem Kindle bis zu 1500 Büchern überall hin mitnehmen kann und die überall aufschlagen kann, dass ich Hintergrundlicht habe, das heißt also, ich kann selbst im Dunkeln lesen, irgendwo. Wenn ich im Sonnenlicht lese, blendet es nichts, so wie bei das, zum Beispiel bei den iPads oder so, da hast du keine Spiegelung, kannst du trotzdem in der Sonne lesen. Du kannst deine Markierungen machen, überall, du kannst Anmerkungen machen und du kannst all diese Anmerkungen mit einem einzigen Klick wieder bekommen. Du musst also nicht blättern, wie du jetzt, um deine Zettel zu finden, sondern du machst einfach zack, dann hast du deine Anmerkungen, deine Notizen, deine Markierungen da. Und es gibt so unendlich viele Vorteile, auch günstiger meistens noch als das Taschenbuch oder das gebundene Buch. Aber einige wollen eben auf das Papier rascheln, auf den Geruch nicht verzichten. Okay, das ist eine romantische Geschichte, die Menschen sind unterschiedlich, die ich zwar nicht nachvollziehen kann, aber die dann eben auch jedem zusteht, der darauf steht. Ich kann es nachvollziehen, weil ich habe, weil ich sowieso sehr viel am Computer mache, ab und zu gerne mal was fest in der Hand, wo ich dann blättern kann. Also ich arbeite nur noch über. Mir hat kürzlich mal jemand ein Buch geschenkt und dann lese ich rein und denke, oh wow, das ist ein tolles Buch, das ist ja richtig geil. Und dann holst du das über Kiste. Und dann habe ich es runtergeladen. Und das Buch verschenkt. Ja, okay. Ja, wunderbar. Danke dir. Ich danke dir auch. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.